Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Es geht heute wieder um die Glossy Box. Die habe ich nämlich gerade von der Packstation abgeholt. Und hier ist sie. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein, was hier drin ist. Also, sie kommt auf jeden Fall wieder im ganz, ganz normalen Design, diese rosa Box. In der Box sind auch noch Gutscheine drin. Einmal hier so eine La Rosa. Genau, Glossy 30 ist der Code, also wen es interessiert, da bekommt ihr einen Rabatt. Dann haben wir hier von Unique etwas drin. Das ist ein nicht universeller Gutschein. Einmal für so Wandbilder. Und ein Shopping-Gutschein bei Best Secret. Genau, ist auch ein nicht universeller Gutschein. So. Aber jetzt schauen wir mal in die Box hier rein. So sieht das hier jetzt von innen aus. Und hier haben wir das Thema Midsommer. Nehmen wir mal das größte Produkt raus. Und das ist hier von Bernengen, das Midsommer Glow Duschgel und Schaumbad. Und schade, dass es nicht das blaue ist. Aber auch das riecht mega lecker. Ganz, ganz toller Duft und wird auf jeden Fall mit ins Bad wandern. Ja, als nächstes haben wir zwei Produkte von John Frieda. Und zwar einmal ein aufhellendes Shampoo und ein aufhellender Conditioner. Die, glaube ich, werde ich demnächst gleich mal ausprobieren. Ja, also die soll auf jeden Fall die Haare aufhellen, das werde ich auf jeden Fall mal austesten. Dann haben wir hier eine Blendermate 3D White Whitening Therapy Zahnschmelz Schutzzahncreme. Die sieht so aus. Die lasse ich jetzt nochmal zu, weil wir haben momentan genug offen. Die Formel hält die Zähne auf und pflegt sie, um den Zahnschmelz zu stärken. Okay. Dann haben wir hier ein von Nutralash Volume Lash Cream mit Mikrofasern. Das ist dieses hier. Da ist ja öfters mal in der Glossy Box von dem Hersteller was drin. Das sieht so aus. Das ist so eine kleine Probe. Und hat hier so ein Bürstchen. Und da sind aber keine Fasern oder so dran. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das ist. Also hier steht drauf, bietet Styling und Volumen für Wimpern und Augenbrauen. Als Primer bildet sie die optimale Grundlage für ihren individuellen Mascara und verleiht durch eingearbeitete Mikrofasern extremes Volumen. Okay, habe ich jetzt so in der Mascara nicht gesehen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar ist es wieder aus der Model Co. Karl Lagerfeld Reihe ein Produkt. Und zwar ein Brown Pencil Medium Dark. Okay. Also hier sieht man, glaube ich, schon, das ist sehr dunkel. Also mit dem kann ich leider nichts anfangen. Also der ist mir definitiv zu dunkel. Das finde ich schade, weil das hätte ich gerne ausprobiert. Ja. Also, der würde kosten 23 Euro. Yep. Dann haben wir hier eine Probe drin, das Original. Weil hier sind die Hälfte drin. Also das Original wäre das Doppelte mit 6 ml für 16,76. Die Zahncreme ist ein Originalprodukt und kostet 4,99 €. Schade, dass ich nichts vom Body Shop drin gehabt habe. Also das hätte mich mehr gefreut als jetzt der zum Beispiel.
oder auch so ein Duff-Peeling wäre mit Sicherheit auch cool gewesen. Dann haben wir ja dieses Produkt drin. Hier steht drin 4,99. Ich war gerade beim Rossmann drin. Es kostet nur noch 3,95. Das habe ich nämlich schon gesehen. Die haben es nämlich reduziert vom Preis her. Und ja, es hätten nochmal von Gatsby Produkte drin sein können. Dann haben wir ja dieses hier. Sind jeweils 50 Milliliter. Original wären jeweils 250 Milliliter für 7,99 und das sind halt so Reisegrößen für 1,99. Ja, aber so wäre jetzt in der Box nichts drin gewesen, was mich so vom Hocker gerauen hätte. Also wie gesagt, außer The Body Shop, da hätte ich gerne was drin gehabt oder von Dove so ein Produkt. Das finde ich schade, aber okay. Ja, alles in allem finde ich die Box jetzt in Ordnung. Also ich kann mit den Produkten, kann ich klar was anfangen. Aber da finde ich halt extrem schade, dass es anscheinend nur eine Farbe gibt. Und das ist Medium to Dark. Und das ist definitiv zu dunkel. Und ja, aber ansonsten eigentlich eine solide Box. Ja. Wir hatten auch schon mal mehr drin, es waren immer mal wieder mit Goodies mit dabei, da ist diesmal gar nichts drin, also keinerlei Goodie oder so, also nicht einmal irgendwie so eine Maske oder so eine Probegröße, so wie es in den letzten Monaten eigentlich immer der Fall war, was ich ein bisschen schade finde, aber okay, wollen wir uns nicht beschweren. Alles in allem, wie gesagt, sind super Produkte. Ich finde es halt nur schade, dass halt hier eine zu dunkle Farbe drin ist. Ja. Aber kaum nichts machen. Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle beende ich dann auch schon wieder das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch die Glossybox interessiert und ihr noch kein Abonnent der Glossybox seid, dann findet ihr in meiner Infobox einen Link bzw. einen Code, mit dem erhaltet ihr 20% auf eure erste Glossybox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann klickt hier unten auf den Abonnier-Button. Wir haben nämlich bald die 300 Abonnenten geknackt. Und wenn wir die 300 Abonnenten geknackt haben, dann gibt es auch wieder eine Verlosung. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.